Und weiter geht's. Mit Philipp. Dark Meat, now. Let's go on Watts Electronics, Dark Meat. Kann er da schon mal vorgehen eigentlich? Dagi? Hey. Guck dir das an. Oh, hi, Dagi. Guck dir das an. Er geht einfach. Was für ein frecher, fauler Bock. Wir gehen mal rein. Wir regeln mal ein bisschen den Electronic Store. Ich habe jetzt kurz was genascht. Und ich glaube, die Bauarbeiter sind jetzt gerade still. Ha. Schä. Das ist schä. Okay, wo... Hat mich Doc mit jetzt hier runtergestummt, oder was? Herr Doc mit, ich bring dich um. Verschissener Bock. Ich glaube, der hat mich hier runtergestummt, ne? Ach. Oh. Okay, da ist ein Roboter. Die pennen alle. Ha. Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich durch irgendwas aktivieren, dann werden wir so ein bisschen genudelt. Wow. Ah, hier kommen wir aber hoch. Sehr gut. Alles klar, hier oben steht auch einer rum. Da chillt auch einer. Da geht's ganz hoch. Ein Expertenschloss. Machen wir das mal auf. Wir gehen dann von oben nach unten. Ah, Expert Slizzle. What the fuck? Ah. So, okay, okay. Ha! Das wär's. Hat euch das aktiviert? Nein. Licht an, Schreibmaschine mit... Oh, eine Mini-Atombombe. Wer lagert sowas? Wer nimmt sowas mit? Ein Telefon. Und ein Stealth Boy. Oh, damit können wir uns unsichtbar machen. Nice. An den Shop hier kann ich mich auch irgendwie nicht wirklich erinnern. Hey. Kevin wieder. Ist am Abkotzen. Oh, da chillt einer. Brutalst. Toiletten haben keinen. Huch. Ah, doch, da. Erste Hilfekasten. Sehr gut, sehr gut. Was ist hier? Wow. Oh Gott. Schreckt sie mich einfach. Blödes Viech. Tafelmesser. Wir haben ja wieder viel Platz, oder? Nicht so viel, aber wir haben ja letztens uns Dingens dazu gekauft. Tragekraft. Was ist denn da unten? Ah, ist auch noch was. Verbessert das Türschloss. Gar kein Problem für den haarigen Udo. Shit. Direkt abgebrochen, das Ding. Ich hab's doch eben gespürt. Ich wollte gerade sagen, das ging doch gerade eben ein bisschen. Okay, hier. Ah! Hier. Wie schön. Nice. Oh. Eine alte Militärschalter. Position halten. Kevin, nein. Hey. Folgen. Komm schon. Kasche. Hey. Nein. Da steht ein alter Röhrenfernseher. Ist das schon wieder lauter? Ist das echt schon wieder lauter geworden? Nee. Ich bin mir immer noch nicht sicher mit der Musik. Ich muss da mal selbst Musik reinmachen. Ihr habt ja gesagt, das kann man easy machen. Das werde ich auch machen. Damit wir hier ein bisschen Gedudel haben. Einfach so ein paar Jazzlieder oder sowas, die eben copyright-frei sind. Ich muss nur... Ja, ich muss sie nur ersetzen. Das sollte kein Problem sein. Cool. Cool. Oh, this is so cool. Mm, a Black D's. Mm, cool. Oh, Leute. Ah, die leere Flaschen nehme ich nicht mit. Die haben hier direkt... Oh, shit. Knochen der linken Hand, Knochen der rechten Hand. Wer macht sowas? Wer macht sich die Hände ab und legt sie dann da rein? Mit welcher Hand macht er das? Da hinten war noch eine Tür.
Ne, halt, die haben wir auch schon durchsucht. Hier kommen wir noch nach oben. Und zwar da und dort. Gehen wir kurz hier hoch. Ich glaube, die kaputten Lampen haben diese Kristalle. Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas haben sie dabei. Irgendwas Wichtiges. Hier ist generell ziemlich viel Zeug, ne? Ziemlich viel Elektro-Crame. Es ist ja auch ein Elektroladen, also das macht natürlich Sinn. Yeah, yeah. Oh my god, dude. Nice. Hey. Ich habe die Befürchtung, bin durch Terminal, dass das hier gleich alles angeht. Dass uns die Viecher fisten. Wir gucken mal, was im Terminal so drin steht. Nachricht 7.10.77. Lieferung ist beschafft und unterwegs. Hinterlass die Zahlung am vereinbarten Punkt, wie besprochen. Versuche jetzt nicht, mich zu beschweren. Das sind echt noch die Roboter. Ich hoffe, der hatte nicht beschissen dort, der Felix. Oh, militärische Protokolle deaktivieren. Ich kündige. Ha. Das war irgendwie nicht schlimm. Safe-Steuerung. Hoppala. Schloss deaktivieren. Merkwürdig. Ich dachte, jetzt werden die wach und rasten voll aus. Das war seine Kündigungsnachricht eigentlich, ne? Dass der Boss da wahrscheinlich gefistet wird von dem. Hat es jetzt echt nichts gemacht? Ist das wirklich irrelevant? Okay. Wir gehen nochmal runter an die. Hier war auch noch irgendwas, genau hier. Ein weiteres Terminal. Und eine Tür. Benötigt Terminal. Türsteuerung. Tür öffnen. Und da ist sie offen. Wahrscheinlich können wir hier mit die Dinge. Komm her. Wahrscheinlich können wir hiermit dann die Dinge anmachen. Oh, Mega Hack! Ja! Enthält den Source Code zum Hacken von Protectrons. Was, das habe ich mich jetzt schon mehrmals gefragt. Was bringt das? Also ich meine, kann ich jetzt damit, habe ich jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, bei Hilfsmittel, so ein Hack oder sowas? Protectron Hack oder bei diverses? Danach habe ich mich nie umgeschaut. Nee. Oder ist das dann ein Skillpunkt oder sowas? Oder ich weiß, dass ich irgendwie von hinten an die ran kann, glaube ich, sowas früher, um dann die Computer zu hacken. Also die. Ja, die Viecher. Naja, wir gehen hier mal dran. Demo aktivieren Serverstatus, Mitteilung der Geschäftsführung. Cooper, ich weiß nicht, was daran so schwierig ist. Ich bitte Sie doch nur darum, die Militärprotokolle unserer gestern alten Roboter abzuschalten, damit wir sie im Laden im Demo-Modus laufen lassen können. Ist das so ein Problem? Sie kennen sich doch mit Computern aus. Erfordern die Comics und Spiele ihre ganze Aufmerksamkeit? Werden sie erwachsen und werden sie zum Teamplayer? Oh shit, wenn ich jetzt den Demo-Modus aktiviere. Oben haben wir schon gemerkt, wir können den Militär-Modus nicht deaktivieren, weil er dann schreibt, ich kündige. Dann werden wir richtig gebumst. Server-Status? Server offline, okay. Demo aktivieren. Oh shit. Oh shit, guys. Jetzt, wie kann ich den jetzt hacken? Kann ich nicht. Ach du Kacke! Ja moin! Halt, warte, ich habe eine Impulsmine. So. Nein, was mache ich? Nein, was mache ich? Verdammte Scheiße. Ah, ich drücke auf F zum Öffnen. könnt ihr mal über die Impulsmine drüber tappen, bitte? Oh, fuck. Ja, okay. Oh, mein Gott. Vielleicht heben wir uns diesen Spaß hier für ein andermal auf. Wir sind gerade etwas weak gegen Roboter. Habe ich den Demo-Modus jetzt? Der ist noch aus, ne? Ja, der ist noch aus. Das ist schon eine nette Angelegenheit, aber ich glaube, es wäre einfacher, wenn wir bei jedem eine Impulsmine platzieren, wenn wir soweit sind. Dann könnten wir die Dinger, glaube ich, leichter klöppeln wie so. Ach, oder wisst ihr was? Komm, einmal versuchen wir es noch. Ich lege jetzt hier eine. Was ist denn gut gegen Roboter? Welche Wumme? Vielleicht die Dinge, ne? Vielleicht unsere. Die Lasermuskete. Aber die kann ich ja nicht nehmen. Wenn ich auf Ist gleich drücke, dann wählt der Null aus und gibt eine. Futtert ein Stimpack.
So. Wir testen es nochmal. Komplett ohne Impulsmine. Die wollen wir nicht verbrauchen, weil ich meine, das hier ist ja eine... Das ist ja hier eine umgehbare... Hallo? Achso, der muss nachladen. Oh mein Gott. Das ist... Schon wieder. So. Ach, wie dumm. Ich bin so dumm. Alles klar, das klappt ja wirklich perfekt. Bitteschön. Ah, ich bin so bescheuert. Ich denke die ganze Zeit, es muss gehalten... Oh, die sind schon down. Ich denke die ganze Zeit, es muss gehalten werden, damit es funktioniert. Wartet mal, wartet mal. Okay, okay, okay. Wir machen einen extra Speicherpunkt. Die haben wir schon. Komm, dann mache ich sogar nochmal 9. Wir haben jetzt schon 2 genudelt und es sind ja gar nicht mehr so viele. Nein, nicht gut. Dogmeat, du blockst mich. Du bist ein Bastard. Dogmeat, beiß ihn tot. Ne! So! Der ist ein bisschen verschimmelt, der Kerl. Wir futtern direkt unser Zeug. Ja, das machen wir locker. Das haben wir sowas von locker. Wir müssen wieder backen. Wir müssen mehr backen und mehr kochen. Fehlalarm, Kampfbereitschaft. Okay. So. Genau, das sage ich, sehe ich nämlich auch so. Erstmal Kampfbereitschaft einstellen, bitte. Hau lieber ab, du dreckiger Kommunistenkuschler. Oh shit. Gut, der ist über uns. Ah! Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Das ist gut gerade mal. Dogmeat, kommst du? Ja. Ich habe hier eine persönliche Nachricht von Uncle Sam an dich. Ich raff gerade nicht genau, wo. Die schießen gegen. Die bekämpfen sich, die zwei? Die zwei bekämpfen sich. Ich habe auch eine persönliche Nachricht von Uncle Sam an dich. Achtung. Hier könnte nämlich meine kleine Nate zu dir geflogen. Bitch! Oh fuck. Okay, wartet. Oh oh. Direkt irgendwas aufgeschossen. Schade. Wäre natürlich hammermäßig gewesen, ich hätte jetzt reingetroffen. Dagi! Hol ihn dir. Richtig. Was ist, wenn ich nur einmal, dann ist es natürlich nicht so stark. Ne? Oh ja, das war irgendwie gar nichts. Ah, wisst ihr was? Eine Pump ist, glaube ich, nice gegen die. Meine ich mich zu erinnern. Oh, shit! Komm, vielleicht kann man ihn crippeln. Pff. Locker. Sehr locker. Oben. Ich glaube, der Kerl da oben ist ein ziemlich starker Kampfroboter, ne? Auf einmal trage ich zu viel und kann nicht rennen. Direktionsassistenz-Handy. Kevin! Du Dummkopf! Was hat denn der für eine Bombe eingebaut, der fette... Oh, shit, guck dir das... Ah, oh, shit, guck dir an, wie der mich fistet. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist echt krass. Gepackte Blähfliege. Oh, geil. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Direkt nochmal was hinterher naschen. Ich glaube, jetzt müssen wir uns auch gleich... Oder wisst ihr was? Wir warten jetzt mal. Vielleicht brauchen wir nicht direkt ein Stimpack. Weil scheinbar heilt er sich ja von alleine. Haben wir ja schon gemerkt. Diese Kuppelung. Wow! Hat mich gerade irgendwas gerammt hier? Nee. Bah! Bitch! Kevin, nicht. Nein, nein, nein. Okay. Sind wir schon so voll? Oh. Ja, sind wir irgendwie. Warum? Oh Gott, ich habe bestimmt irgendwas gegessen, das uns Stärke gebracht hat. Und deswegen dachte ich, ich kann so viel mitnehmen. Ah, Klebeband. Kevin, ich benötige deine Assistenz. Handeln. Nimm mal den ganzen Shot. Alles, Kevin. Du musst alles in dich aufnehmen. Klingt sehr merkwürdig. Ist aber so. Krass, kann der viel tragen. Das ist ja nicht mehr normal. Der hat einfach alles genommen.
Damn, bruh. Damn. Jetzt passt mal auf, ob unsere Krippelung gleich weg ist. Ah ja! Wie, hä? Das finde ich irgendwie nicht so ultra cool, weil es ist jetzt schon. Es wirkt dadurch doch sehr einfach, oder? Weiß es nicht. Bin mir nicht ganz sicher. So, wir haben hier alles erledigt. Sind wir auch schon so ein bisschen Richtung Uprank, Uplevel. Level. Na, es geht. Ah, mir fällt gerade ein, wir haben wieder einen Punkt, den wir vergeben können. Wir könnten gucken, dass wir hier in Richtung blutiger Tod gehen. Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht vor umherfliegenden Augäpfeln. Das ist schon echt eine coole Sache, die halt auch echt, die einfach stark ist, die wirklich stark ist. Ich glaube, das mache ich. Ja, komm, wisst ihr was, das mache ich. Ihr habt, glaube ich, auch so noch keine Vorschläge gebracht für solche Geschichten. Also werde ich da einfach mal in blutiger Tod reinskillen. Wobei wir auch nicht vergessen dürfen, dass wir bald auch die Skillungen brauchen, um weitere Dinge zu bauen, herzustellen und so weiter. Death we don't death vergessen. Right now, okay? Right now, okay. Wenn du etwas stiehlst, wird der Besitzer normalerweise versuchen, sich den Gegenstand zurückzuholen. Wenn das nicht möglich ist, könnte er angreifen. Uh-oh. Was machen wir jetzt? Gehen wir direkt weiter oder sollen wir die Sachen zurückbringen? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Wir gehen noch ein Stück weiter. Jetzt haben wir ja wieder ultra viel Kapazität. Ich würde gerne nach hier oben weitergehen und das da oben entdecken. Ich steck mal. Ah, Waffen wegstecken auf R. Genau. Waffen nachladen. Logisch. Logisch. Schaut mal da vorne. Was ist denn das? Scan hier. Scan. Scan. Ist das hier über uns der Punkt oder ist das diese Brücke? Das scheint die Brücke zu sein. Oh, ich glaube, ich erinnere mich. Ja. Guckt euch diese Brücke an. Die ist echt sick. Also erstes Mal kann man sich entweder ganz gemütlich durchfighten und halt einfach alles aufheben und was wir auch machen werden, weil wir die Teile brauchen. Aber man kann natürlich auch einfach Chaos machen, indem man diesen hier macht und jetzt mal abwartet, was passiert. Oh, wow. Ja. Ach du Shit. Ja, ach du Shit. Ach du Shittle, my Whittle. Das ist die Ultra-Brücke. Die Brücke des Todes. Stell dir vor, du rennst da einfach drauf, bemerkst es nicht. Hinter dir sind so ein paar kleine Explosionen. Du denkst, ja gut, ist nicht schlimm. Und dann fliegt das Auto in die Luft. Shoo. Oh, shoo. Das brauchen wir, das Gaussgewehr. Alter Verwalter. This is so fat, dude. This is so fat. So. Beginnen wir hier mal. Da kriegen wir nämlich Feder und Zahnräder und so einen Scheiß. So, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Wir können mal. Okay. War es etwa schon? An automatischen Dingen, die wir aufsammeln können. Natürlich können wir auch die Benzinkanister aufheben. So. Wow. Okay. Und dann können wir die Brücke eigentlich trotzdem sprengen, nicht wahr? Ist da noch ein Benzinkanister irgendwo? Ayo. Vorsicht, Kevin. Okay. Wir versuchen mal. Schnell zu sein, Kevin! Oh Gott! Kevin? Kevin war nicht schnell. Da ist er. Da, hier drüben. Da, hier drüben. Können wir da hin? Das war so heiß. Ja, Kevin, ich weiß. So. Wir haben ganz viele tolle tolle Sachen zu entdecken. Ich speichere. Und wir gehen weiter in diese Richtung. Da ist nämlich scheinbar eine Siedlung. Dass wir hier auch dieses Areal komplett abdecken und dann vielleicht sogar da oben hinkommen. Ich will einfach alles haben. Ich weiß nicht, ob es hier ein Perk oder eine Skillung gibt. Die gab es bei Fallout 3, glaube ich, oder bei New Vegas. Bei einem von beiden konnte man etwas... Irgendwann etwas skillen, natürlich recht spät. Wo alle Sachen sichtbar waren auf der Karte. Dann, mit dieser Skillung. Ich glaube nicht entdeckt, aber zumindest sichtbar, die man noch nicht hatte. Und das ist schon irgendwie eine coole Sache, finde ich. Gerade bei was, wo man... ja, wo es so wichtig ist, auch alles zu entdecken. Da sollte es dann zum Ende des Spiels hin... Hat er es gehört? Ha, ich habe die Drecksau auch schon gehört, aber nicht gesehen. Da sollte es zum Ende des Spiels hin sowas geben, finde ich. Grün. Ah!
Ich erinnere mich, natürlich. Das ist diese Oh, Leute, jetzt sind wir echt an einem coolen Ort. An einem sehr coolen Ort. Ich erinnere mich so ein bisschen noch hier an die, an diese Siedlung. Ich will sie kurz entdecken, ja, da vorne. Und... Zack! Covenant! So, Achtung! Wir speichern mal richtig und begeben uns in den Spaß von Covenant. Hallo! Du besuchst Covenant? Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, Bewaffnete, die rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Das ist Covenant. So etwa dieser Ort? Ja, wir sind echt im Aufwind. Ein Halt für Händler und dergleichen. Wir sind nicht groß, haben aber einiges zu bieten. Ein Arzt kann dich hier zusammenflicken. Es gibt sogar Limonade. Naja, so nennt dieser sie. Einen kleinen Haken hat die Sache aber. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Ja gut, ist doch wirklich safe. Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich. Wofür ist der Test? Ich sollte wohl nichts sagen. Ja! Aber hör zu. Wir wollen sicherstellen, dass nur gute Leute nach Covenant kommen. Keine Unerwünschten. Niemand, der nicht ganz so ist, wie er scheint, okay? Unerwünschte? Ich bin neu in der Gegend. Was meinst du mit Unerwünschte? Weißt du nicht... Ja! Oh Mann! Hör mal, nicht jeder im Commonwealth ist ein Mensch, okay? Manche sind... Sünds. Mehr sage ich dazu nicht. Leg einfach den Test ab. Wenn du ihn bestehst, kannst du reinkommen. Hier ist es sicher. In Ordnung? Ja, Moment. Ja gut, Test machen. Kein Problem. Gut. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Dann nehme ich einfach mal Platz und dann können wir anfangen. Kevin, die Leute sind brav hier. Chill, setz dich hin. So. Ich setze mich auch mal hin. Wir haben immer noch die Gammelrüstung an. Es gibt keine falschen Antworten. Okay. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? Ist natürlich sehr nice. Jeder, der die anderen Vorurteile kennt, für den ist es natürlich... Also, meine Antwort lautet natürlich... Wissenschaft. Tja, wenn er das machen würde, gäbe es eine parabolische Destabilisierung der Spaltungssingularität. Ja. Nächste Frage. Ich kenne mich du halt aus. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Schreien, amputieren, behandeln, ihn festhalten und beobachten. Natürlich. Behandeln! Ich behandle die infizierte Fläche so gut wie möglich. Du hast medizinische Vorkenntnisse. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich. Besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Begleiten und übergeben, ihn beklauen, umarmen und trösten, konfiszieren und zurücklassen. Ich denke, konfiszieren und zurücklassen ist meine Art. Nein, ich versuche natürlich so zu spielen, wie ich handeln würde und ich würde ihn begleiten und übergeben, glaube ich. Wenn er Diebesgut hat, ich bin mir sicher, das ist alles geklaut, dann würde ich, glaube ich... Sag einfach das Erste, das dir einfällt. Ja. Ich bringe den Jungen in Sicherheit und übergebe ihn den... Genau, in Sicherheit, das habe ich noch gebraucht. Ja, exactly. Glückwunsch, du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Ich kenne mich nicht aus. Ich bin, Fußball? Erlernter Schlagmann, Pitcher. Ich kenne mich da echt nicht aus. Catcher. Ich bin Catcher. Catcher. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Aber Granny, über sie aufregen, ihn töten, um sein Leben verhandeln, Minigun. Ich würde wahrscheinlich um sein Leben verhandeln, damit ich die Skillpunkte bekomme. Ich gebe ihr, was sie will, um sein Leben zu retten. Typisch Klasse B. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Eine Bombe schaffen, Laser, Pistole, Schloss knacken, lass ihn. Ich würde natürlich das Schloss knacken, ihr wisst schon, Erfahrung. Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Operation, Medizin, Beten, Selbstmord. Ja, Operation und Medizin, also... Ich schneide das mutierte Gewebe mit einem Präzisionslaser raus. Technologische Neigung. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognak der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Ihm etwas ins Getränk mischen, stehlen, tauschen, ihn ausrauben. Ich bin hier natürlich auf das Spiel bezogen, die ganze Zeit vorgegangen und ich werde ihn natürlich bestehlen. Da kann ich meinen Skill schleichen und auch hier Haarklammer fuchsen verbessern. Ich schleiche in sein Zimmer und stehle es. Wir sind fast fertig. Letzte Frage.
Du findest es lustig, deinem Vater einen Streit zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist, und? Kack ihm in seine Medikamente. Medikamente tauschen, Zimmer fluten, Toilette sabotieren, Rasierer. Ich würde die Toilette sabotieren. Ich schmeiße einen Böller in seine Toilette. Immer wieder lustig. Ah! Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Yay! Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das freut mich, dass wir hier ganz genüsslich nach Covenant rein können. Ich schieße noch kurz in den Kopf, um zu zeigen, dass ich wirklich, wirklich kein Zins bin. Obwohl wir das an der Stelle ja gar nicht wissen. Was ist das überhaupt? Und kann man das essen? Willkommen in Covenant! Verkackte Vögel! Ist es in Ordnung für euch, wenn ich schieße? Ist es in Ordnung für dich, wenn ich dich anschieße? Ist das cool oder wie darf ich das verstehen? Okay. Also, wir haben jetzt Covenant entdeckt, eine leicht merkwürdige Stadt. Wie, oder es fühlt sich irgendwie komisch an. Sie ist verschlossen, ultra hart gesichert. Also alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war nie so hart gesichert wie der Jumble hier. Und wir können hier nichts mitnehmen, beziehungsweise wir könnten, aber dann ist es geklaut, weil es da als rot steht. Und wir haben hier eine Werkbank, das heißt, wir können hier vielleicht mal was bauen. So. Nicht für ungut, aber ich habe noch einen Berg an Arbeit. Er spricht mich an und sagt, nichts für ungut. Nicht für, ist in Ordnung, Alter, ist in Ordnung. Ja, wo ist der Oberbürgermeister von der Scheiße hier? Entschuldigung. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Du hast sie gesehen, oder? Ich hab Entschuldigung. Schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Hier hoffentlich nicht. Ich habe genug von diesen Landeiern. Magst du Covenant nicht? Hast du ein Problem mit den Leuten hier? Dieses falsche Lächeln und das geschwollene Reden machen mich kirre. Je eher ich weg bin, desto besser. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Nein. Ich weiß alles darüber. Was? Nein, eigentlich nicht. Ich kriege einfach keine Ruhe. Ich soll für den alten Stockton seine Karawane finden. Was davon noch übrig ist, befindet sich vor der Stadt. Ihr letzter Halt war hier. Also habe ich versucht, alles zusammenzusetzen. Aber ich komme nicht weiter. Ich habe ein Angebot. Hilf mir, Stocktons Leute zu finden. Dann teilen wir uns die Belohnung. Es gab mindestens einen Überlebenden. Und ich beabsichtige, meinen Vertrag zu erfüllen. Ja gut, Wenn ich helfe, will ich einen Vorschuss. Ich biete dir die Hälfte an. Und wenn man die Arbeit bedenkt, die ich schon reingesteckt habe, ist das sehr großzügig. Also? Komm, ich bin mit dabei, bra. Klingt gut. Bin dabei. Hier ist alles, was ich über die Karawane weiß. Ich habe keinen Beweis, aber Covenant ist darin verwickelt. Irgendwie. Ich sehe mich weiter um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Das ist nicht dein Ja, gut. Irren ist menschlich, Peng. Dann waren sie bestimmt nicht hier. Sag jeder mal, andere in der Stadt würde gern mit dir reden. Ich bin aber nicht hier, um Limonade zu trinken. Ich weiß, dass sie da war. Ted, was soll das Ganze? Ich hab zu tun. Hallo. Oh, ich hab von dir gehört. Du bist der Fremde. Ich stell Dinge her. Für den Laden. Oh, ich bin Talia. Schön, dich kennenzulernen. Immer langsam. Immer mit der Ruhe. Hol mal Luft, um Himmels Willen. Oh, tut mir leid. Ich red zu viel, ich weiß. Es wird dir hier gefallen. Alle in Covenant sind so freundlich und wollen von ganzem Herzen helfen. Ich hasse es. Freundlichkeit gefällt mir. Ja, komm. So schade, dass der Rest des Commonwealth nicht so ist. Ich weiß. Wäre es nicht toll, wenn alle aufeinander Acht geben würden? Ja, es wäre so du toll, ne? Du kannst doch gerne meine Werkzeuge benutzen. Und wenn du was brauchst, sag Bescheid. Tschitsching, tschitsching, motherfucking. Können wir jetzt den Scheiß direkt mitnehmen? Nee, auf einmal nicht. So, du. Entschuldigung. Ja, hallo, Fremder. Ja, hallo. Mein Name ist Jacob und ich habe in dieser Stadt das Sagen. Ja, moin. Schön, dass du bestanden hast. Guten Leuten steht unsere Tür immer offen. Du kannst eines der Betten im Gasthaus nutzen und du solltest in Pennys Laden vorbeischauen. Okay. Danke für die Gastfreundschaft. Für Leute wie dich, jederzeit. Du solltest dich von Mr. Dan fernhalten. Ich habe Beschwerden über ihn gehört. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Dann frag doch. Hat Covenant ein Problem mit Zins? Sollte nicht jeder ein Problem mit Zins haben? Aber diese Dinge gibt es hier nicht. Da kannst du dir sicher sein. Nass! Weißt du etwas über eine verschwundene Karawane? Geht es um diese Stockton-Leute? Ich habe es Mr. Dan immer wieder gesagt. Wir haben sie nicht gesehen. Okay. Ich muss gehen. Einen schönen Tag noch.
Dann sagt also, dass ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Hallo, Fremder. Hallo. Wenn dir was fehlt, kann ich mich gegen eine kleine Gebühr darum kümmern. Okay, okay. Erstmal kein Interesse. Heute nicht. Gut. Warum ist es so laut immer noch? Muss ich es noch leiser machen? Ich mach's mal so. Wisst ihr, die... Das bollert ultra. Abgeschlossen. Ja, super. Achso, da steht das Ding. Fallen die Radios, guten die hier Tag. Rumstehen, nicht in dieses in diese Bewertung in mit Covenant rein? Kann man sich sicher fühlen. Das aber ist da verschlossen. Ja. Aber da draußen, ha, dieser. Hallo Fremder. Wenn dir was fehlt, kann ich mich um eine kleine Gebühr darum kümmern. Ja, weiß ich schon alles. Weniger Strahlung, weniger Mutabären, der gleiche tolle Geschmack. Probiert dieses Limonade. Ich suche eine verschwundene Karawane. Kannst du mir helfen? Weißt du, was perfekt für eine verschwundene Karawane wäre? Dieses Limonade. Blablabla. Ich nehme eine. Bitte. Dieses Limonade hinzugefügt. Ich werde sie erstmal, ja, bei mir behalten. Ich habe Schiss, dass das Gift ist. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Tschüss.